denn das hier? Ein Märchenwald oder so? Ist schon Weihnachten? Wir müssen mal kurz landen und uns das angucken. Sonnenrebe hat Solanium. Und zwar so zum Abbauen. Ja, auch geil. Hallo Leute, der Sorero hier. Willkommen. Eine neue Folge No Man's Sky. Es geht weiter. Ich befinde mich auf einer Raumstation, wird hoffentlich nicht über den Haufen geflogen. Aber hier dürfte ja eigentlich nichts landen. Da steht ja mein Schiff. Und ich bin nämlich in das nächste System gesprungen. Und mache gerade hier das Ding. Atlas-Samenbergen? Eigentlich das hier? Die nächste Atlas-Schnittstelle finden. Genau, und hier ist so ein Atlas-Ding. Nämlich in diesem System. Ich bin schon mal in das System gesprungen und haben dann auf der Raumstation gelandet. Und ja, wollte jetzt einfach mal gucken gehen, wo die ist. Und bevor wir das machen... Warte mal, wo ist die denn jetzt? Irgendwo ist die. War ein Stück weg. Hä? Jetzt finde ich sie nicht mehr. Manchmal. Oder versteckt. Die versteckt sich wahrscheinlich genau hinter der. Genau. Schon klar. Genau dahinter. So. Da ist er. So. Bevor wir das machen. War auch hier auf keinem Planeten. Weiß gar nicht, ob die schon. Die sind unentdeckt. Okay. Bevor wir das machen, rufen wir natürlich einmal noch den Frachter. Jump. Da muss ich einmal gucken. Ich hatte den ja letztes Mal wieder auf eine Mission geschickt. Die müsste vorbei sein. Ich wollte ja noch, dass hier das, das Solanium sammeln auf dem einen Planeten, der heiß war. Ich bin da, glaube ich, eine halbe Stunde auf diesem Planeten hin und her geflogen und gelaufen. Ich habe kein einziges Stück Solanium gefunden. Das war echt krass. Also wirklich gar nichts. Ja, ich weiß echt nicht, wo das Zeug herkommt und wie man da rankommt. Und ich habe irgendwie festgestellt, ich weiß nicht, ob das an meinem Controller liegt. Ich spiele ja nicht mit Maus oder selten mit Maus, sondern mit einem Controller, welchem ist auch verlinkt, dass ich teilweise geradeaus renne und auf einmal fängt der an, im Kreis zu rennen. Und ganz merkwürdig, wahrscheinlich ist Inventar voll, ja? Ja, war klar. Hätte ich mir jetzt fast denken können hier. Hier ist nämlich tatsächlich voll. Und da muss ich auch mal gucken, wo ich das alles hinpacken kann und was wir damit alles machen und überhaupt. Und was ich davon wegkriegen kann, die lasse ich mal drin. Das aktivierte Kupfer, das können wir hier ins Hochleistungsinventar packen, oder? Und das auch. Und das kommt noch ins Raumschiff. Und das Tritium kann eigentlich auch ins Raumschiff. So. Dann gucken wir mal, ob das reicht. Ich weiß es nicht so genau. Ja, vielleicht brauche ich irgendwann mal einen besseren Frachter, aber naja. So, ja, geht. So. Ein Bauplan. Minenlaser-Prototyp. Oh, nicht schlecht. Antimaterie, Units, Gravitinoball-Beutelgift, Units. Aktiviertes Emerald, hatten wir das nicht gerade schon mal? Also, gekrilligt. Expedition beenden. So. Antimaterie ist natürlich auch eigentlich ganz gut, die kann man immer mal brauchen, die sollten wir mitnehmen. Ja, da sollten wir, machen wir mal, ja, okay. Das haben wir ins Raumschiff gepackt, glaube ich, oder? Das Geckrelikt kommt auch ins Raumschiff und jetzt müsste eigentlich auch das Raumschiff voll sein, ja. Exo-Anzug haben wir noch was. Da, oh, ich muss unbedingt, ich muss gleich nochmal zur Raumstation und erstmal hier Sachen verkaufen. Ich habe ja hier echt, keinen Platz gerade. Aber sowas von keinen Platz, das ist ja unglaublich. Ja, also sorry für eine klein bisschen Verzögerung, aber da müssen wir einfach erst nochmal hin. So, Handelsexpedition. Machen wir eine Entdeckungsreise. So, ich glaube, ich habe hier einen, der in der Entdeckerrichtung, in Erkundung genau richtig gut ist. Und der ist da auch nicht so schlecht drin und der ist sogar auch gar nicht, naja, schlecht ist der, wobei der ist auch S-Klasse, ja. Eine Unterstützung ist S-Klasse, aber okay. Und A.
Interessant, sehr interessant. So, Expedition starten, los geht's. Dann gucken wir auch mal, ob wir irgendwann nochmal... Hier war das gerade wieder. Warum läuft... Ich habe nichts gemacht und der läuft auf einmal nach da drüben. Das ist ganz merkwürdig. Und... Also, was das merkwürdig ist, es ist erst nach dem letzten Patch. Ja, also vorher war das nicht. So, es ist wirklich erst nach dem letzten Patch. Ich muss mal gucken, ob andere Leute auch das Problem haben. Aber das ist mir gestern dann auf dem Planeten, gerade wenn du dann wirklich rumläufst, das ist extrem aufgefallen. Auf einmal, boom, musst du zur Seite. So, wir sind ja jetzt hier noch ganz in der Nähe der Station hier. Ich muss da jetzt nochmal hin und muss erst noch ein paar Sachen verkaufen. Gucken, was hier reingeht. Irgendwo geht's rein. Nee, hier auch nicht. Irgendwo ging es doch hier rein. Warum gibt es nicht ein... warum kann man in ihn nicht von zwei oder drei Seiten reinfliegen? Oder vier vielleicht. Aber zumindest von zwei. Dass man da auf der anderen Seite wieder durchfliegen könnte. Das wäre doch praktisch. Also ist das manchmal echt nervig. Das Ding hat hier überall... Das war ja nur ein Klotz. Der hat ja gerade überhaupt keine Flügel. Interessant. So. Gucken wir einmal schnell, dass wir hier Sachen verkauft kriegen. So, und wir haben irgendein Multiwerkzeug, war das. Minenlaser haben wir. Technologie, Streuplaster, Impulswerfer. Hat er nicht gesagt, wir haben irgendeinen Bauplan bekommen? Siehst doch, wir haben irgendeinen Bauplan bekommen, aber ich sehe hier keinen. Oder war das... Nee, Raumschiff war das auch nicht, oder? Gerade verwirrt. Die hat mir doch irgendwas von einem Bauplan jetzt... Oh, schon wieder! Ich renne da lang, ich renne geradeaus, drücke nichts und auf einmal renne ich hier... Hier drüben ist es. Renne ich hier völlig im Kreis? Also renne ich einfach und zwar immer nach links. Ja, also das ist auch das Interessante. Niemals nach rechts, immer nach links. Ganz merkwürdig. So. Was verkaufen wir denn? Das lassen wir eigentlich alles. Dieses mutierte irgendwas. Die verkaufen wir mal. Die Gravitinobälle verkaufen wir mal. Das Beutelgift verkaufen wir. Ich muss da nochmal durchgucken. Wir gucken mal ins Raumschiff. Das Paraffinum können wir verkaufen. Das Chlorgitter. Das Zeug verkaufen wir auch. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Die Straßenköter. Achso. Gerade Straßenköter Kotze gelesen. Aber das war es dann wohl doch nicht. Können wir mal gucken, ob wir hier... Nee. So, jetzt muss ich noch mal kurz hier ins Inventar gucken. Vor allem hier in das hier. Was haben wir denn hier drin? Hier irgendwas verkaufen oder irgendwas wegpacken. Also ich glaube, so viel Sauerstoff brauche ich nicht. So. Die Materie würde ich eher ins Raumschiff packen. Brauchen wir die eher. Ja. Dann gucken wir mal, dass wir das Kupfer vielleicht noch hier rüber packen. Den verdichteten Kohlenstoff. Natrium. Natriumnitrat. Den Sauerstoff können wir, glaube ich, hier in die Lebenserhaltung aufladen. Machen wir gleich mal. Brauchen wir auch nicht so viel. Den restlichen Sauerstoff rausschmeißen. So. Chromatisches Metall können wir auch in den ins Hochleistungsinventar packen. Glaube ich. So, und dann haben wir hier schon mal einiges weniger. Warte mal, was ist denn mit Ferritstaub? Reines Ferrit. Können wir Ferritstaub auch da drüber reinpacken? So. Und den Diwasserstoff auch. Ob hier ein Diwasserstoff drin ist, ja sehr lustig. So, dann haben wir hier zumindest mal deutlich aufgeräumt. Und das sieht schon mal deutlich besser aus. Also, dass wir hier auch die Chance haben. Gucken, ob es das gleich nochmal passiert. Wir sprinten. Nee. Diesmal bin ich tatsächlich... wo ist meins? Da ist meins. Einfach gerade ausgelaufen. Aber manchmal ist es echt manchmal super, super nervig dann vor allem auch. So.
Jetzt aber ab zur Atlas-Station. Ja. Warte mal. Sekunde mal kurz. Hier sind rekrutierbare Fregatten. Ich würde mal kurz gucken wollen. Warum sehen die denn so komisch aus? Jetzt hat er die richtig. So. Flotte inspizieren. C. Ich finde hier nur Schiffe, Klasse C. Das ist echt krass. Entschuldigung, ich wollte gar nicht schießen. Falsche Taste gedrückt. Mist. Wir gucken uns die mal kurz an. Wieder C. Industriespezialist habe ich jetzt noch nicht, aber ich will keine Klasse C kaufen. Ach, Anno. Was sind das hier? Leute inspizieren. Kampfspezialist. Klasse C. Ja. Ist echt merkwürdig. Ja. Ich finde es echt merkwürdig. So. So. Wir fliegen mal dahin. Geht ja relativ schnell so. Aber echt immer Klasse C. Also, dass du mal eine Klasse A oder eine Klasse S hast. So, also, ist ganz, ganz, ganz selten. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo man hier reinkommt. Aber nämlich auch von der anderen Seite. Da, genau. So. Fliegen wir mal rein. So, gut. Atlas-Schnittstelle. Schauen wir mal. Sprich mit dem Atlas. Also muss ich jetzt einen Atlas aus dem Regal holen, den aufschlagen und dann mit dem reden. Ja, stimmt, weil so, wir waren schon mal in sowas. Und so ganz war mir nicht klar, was ich hier eigentlich machen muss. Sah ein bisschen anders aus, war ähnlich irgendwo. Und so ganz war es mir einfach nicht klar. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. So, schimpf. Ja, dann gab es teilweise hier diese Kugeln, die dann irgendwie leuchten und. Ach, stimmt, da kann man Wörter lernen. Ich erinnere mich. So. Ich habe das Wort für dumm gelernt. Ja. Für Bezauberung. Ist das nicht bezaubernd? Oh, schon wieder. Es ist ganz merkwürdig. Oder spielt die Maus da irgendwie rein? Weil also die bewegt ja keiner. Was habe ich das Wort für? Kein Wort gelernt anscheinend. Erhöhen. Das war auch nichts. Gibt es noch irgendwelche Worte, die ich lernen kann da vorne? Ist noch eine so eine Kugel? Oder auch nicht. Also mal funktioniert's, mal funktioniert's nicht. Ist mir nicht so ganz erklärlich. Auch nicht. Gut, so, dann gehen wir jetzt mal hier zur Schnittstelle. Durchsuchen. Eine Warpzelle, nicht schlecht. Zwei Warpzellen. Very nice. Rauf. Okay. So. Die Atlas-Schnittstelle. Dann reden wir mal mit der Atlas-Schnittstelle. Okay. Stimmen wir mal zu. Ich habe ein Produktrezept gelernt. Umhüllter Schatten.
Okay. Und jetzt? Was kann ich jetzt damit machen? Also das kann ich ja jetzt herstellen oder auch nicht herstellen. Aber warum? Wofür brauche ich das? Ich weiß es echt nicht. Nee, halt. Das müssen wir noch machen. Atlas-Samen bergen. Die nächste Atlas. Ja, okay. Das haben wir gemacht. Das muss ich mal noch machen. Wir müssen irgendwelche Monster eliminieren. Solanium sammeln. Ja, das ist auch das Problem. Kreaturen eliminieren. Viking-Dolch habe ich auch noch nicht gefunden. Impulswerfer müssen wir machen. Also Minera, ja. Okay, also wir... Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so genau, Leute. Vor allem, was ich mit diesen Sachen machen muss, ist mir noch ein bisschen unklar. Ob ich irgendwann diese ganzen Rezepte brauche, um irgendwas herzustellen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, deswegen... Weil wir haben ja hier noch ein paar Welten, die sind auch unentdeckt. Deswegen werden wir jetzt erstmal... Solanium! Siebener Planet! Es gibt auf diesem Planeten irgendwo Solanium. Nach meinem letzten Erfahrung mit Solanium ist es irgendwie... Gibt es das in manchen Pflanzen, aber die sind unglaublich schwer zu finden. Von daher, na gut, wir schauen mal. Da fliegen wir jetzt mal hin. Wir werden hier ein bisschen die Planeten uns tatsächlich mal anschauen. Mal gucken. Es gibt ja ein paar... Was? Flüchtiges Kampfschiff weitgehend ungefährlich? Was war das? Ich habe nicht gesehen. Ist mir aber auch egal. Ich will jetzt das Solanium haben. Ich hoffe, ich finde was. Und dann machen wir vielleicht mal... Wir haben ja jetzt ein bisschen... Bisschen was erkundet und dann machen wir vielleicht auch mal ein bisschen Basisbau weiter, aber dafür brauche ich eben das Solanium. Ist das hier Wasser? Es gibt auf einem siebenten Planeten Wasser. Das ist interessant. Also lieber nicht ins Wasser gehen, das könnte etwas heiß sein. So. Wir landen hier einfach mal irgendwo und gucken uns mal um. So. Oh. Jump. Auf jeden Fall sowas Palmartiges. Das ist schon mal ganz nett. So, dann gucken wir mal. Seltene Feuerstürmer. Dulf. Eine neue Entdeckung. Okay, so. Okay, das hier Materialien. Das ist relativ wahrheiß tatsächlich. Vor allem ist es nachts. Aber wir scannen jetzt erstmal. Vielleicht finden wir hier irgendwas, was Solanium enthält. Reihen muss ich scannen und ich glaube Flora. Das sollte jetzt nicht so schwer sein. Ja, das sind mal so die in Raumstationen, die Aufträge, die man natürlich mitnimmt. Habe ich natürlich gemacht. Und Solanium! Nicht den brauchen wir. Solanium! Es gibt Solanium! Also ein bisschen zumindest. Weil hier noch was nicht identifiziert ist. Kann man gleich noch scannen. Dann habe ich, glaube ich, die Mineralien schon mal voll. Dann kann ich nachher doch noch was wieder abgeben. Diesen Ding hier. Ja, gut. So. Also hauptsächlich gibt es, glaube ich, Kohlenstoff und dann eben nur ein bisschen Solanium, aber auf dem letzten Planeten habe ich halt gar keine, also war auch ein siebender Planet, habe ich halt gar keine Pflanze gefunden, die irgendwie Solanium hatte. Das war dann schon ein bisschen frustrierend, weil du denkst so, warum? Soll es doch hier geben. Wenn wir was haben, was reines Ferrit ist, da könnten wir auch mal ein bisschen mitnehmen. Reines Ferrit und Phosphor. Genau, sowas könnten wir auch mal mitnehmen.
Jetzt haben wir, glaube ich, auch genug Solanium, oder? Das ist doch ganz nett. Hat funktioniert. Ja. Wir gucken mal kurz hier. Das brauche ich für irgendwas in der Basis. Solanium einsammeln. Habe ich das gemacht? Habe ich davon genug? Ja. So, okay. Gut, dann haben wir das schon mal gemacht. Einmal, dass irgendwas scannen war noch, nämlich Pflanzen. Da müssen wir noch eine Pflanze finden, die wir noch nicht gescannt haben. Guck mal, gab es hier unten irgendwas? Eine Flora. Eine Mini-Flora. So. Hat auch Solanium. Okay, so, dann haben wir die Pflanzen auch gemacht. Gucken wir uns mal ein bisschen hier auf dem Planeten noch um. Wenn wir schon mal hier sind. Der Missionsagent rennt uns hier nicht weg. So eine fliegenden Teile habe ich jetzt schon öfter gesehen auf Planeten, muss ich sagen. Also am Anfang denkt man so, wow, aber die scheint es gar nicht so selten zu geben. Und auch so eine großen Plateaus, das habe ich auch schon mal sowas gesehen. Habe ich mal überlegt, ob ich auf sowas baue, aber wenn man darauf landet, man fühlt sich da total verloren oben drauf. Das Ding ist einfach riesig. Ja. Was ist denn das hier? Ein Märchenwald oder so? Ist schon Weihnachten? Wir müssen mal kurz landen und uns das angucken. Sonnenrebe hat Solanium. Und zwar so zum Abbauen. Ja, auch geil. Ist Solanium eigentlich wertvoll? Muss ich mal kurz gucken, macht das Sinn, das zu nehmen? Ist zumindest nicht ganz unwertvoll. Da gibt's. Ist das Kupfer? Lasst mich mal kurz gucken. Kann man Solanium zu irgendwas verarbeiten? Kohlenstoff. Das da reinpacke. Kommt da irgendwas raus? Kohlenstoff, ne? Das macht jetzt vielleicht nicht so richtig Sinn. Kohlenstoff zu Kohlen, also Solanium zu Kohlenstoff macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich könnte hier vielleicht ein bisschen irgendwas anderes verarbeiten. Guck mal hier reines Ferrit nehmen. Das wird dann magnetisiertes Ferrit, ja? Wenn wir hier noch ein bisschen uns irgendwas sammeln oder so. Sonnenrebe, Solanium. Also so gibt es ja echt viel Solanium, wenn man das hier so macht. Dann hat man ja ruckzuck da 100 Solanium zusammen. Achso, das ist reines Ferrit gewesen. Ja. Ja, gut. So, wir haben jetzt zumindest erstmal hier auch noch nichts gefunden auf diesem Planeten weiter. Außer im den Weihnachtswunderwald mit Solanium. Ach nee, den hätte ich mal eher finden sollen. Da hätte ich mir ganz schön viel Zeit gespart. Und, ja, ich denke mal, dass ich jetzt erstmal hier noch ein bisschen, aber vermutlich im Off, kann ich das nicht ins Hochleistungsinventar packen? Warum nicht? Ist das voll? Noch ein bisschen im Off hier den Planeten erkunden werde. Mal gucken, Signalbooster mal aufstellen, irgendwas finden in der Nähe. Na, Strukturen ordnen kann man immer mal machen. Wenn keine Wolken sind, da ist zum Beispiel, dann sieht man manchmal schon einfach von oben Sachen, Vorratsdepot entdeckt. Vorratsdepot bin ich jetzt auch nicht so jemand, der die unbedingt knackt. Aber oh, ich darf nachher nicht vergessen, den Signalbooster wieder einzusammeln. Ziele? Nee, den Wissensstein wollte ich mitnehmen. Ich habe das Gagwort für Vaikin gelernt. Na endlich. Ich kann nicht Vaikine auf Gag sagen. Nochmal, Flora.
So, das Ding können wir hier speichern und kartieren. Auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Also die Atlas-Schnittstelle war jetzt irgendwie nicht so, das ist nicht so, dass ich denke, wow, das ist jetzt wirklich das super krasse sonst was und ich krieg jetzt da den Atlas-Schlüssel oder was auch immer, ja, den ich nämlich noch nicht habe und wo ich noch nicht weiß, wie ich den an sowas rankomme. Aber mal gucken, wir schauen einfach mal, ja, und werden das mal machen, Signalbooster noch mitnehmen. Und fliegen einfach mal ein bisschen durch die Gegend hier noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.